Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve, da drüben sitzt Benny und wir spielen heute ein Pixel-Horror-Game. Es ist Screams from the Past. Es ist die Demo davon und wir hören die Ratten schon quietschen. Wir sind schon mittendrin und es werde Licht. Ah. Ach du Scheiße. Okay. Ja, wir sind quasi die Damen vom Grill, vom christlichen Grill von nebenan. Was sehen wir denn hier? Mülleimer. Deppe. Guck mal, können wir hier. Ist das jetzt wirklich. Was hast du das jetzt wirklich auf Brasilianisch laufen? Nein, ist auf Englisch. Interagier? Hat er nicht gerade Interact? Nicht wirklich. Okay. So, kann ich mich ducken? Ja. Oh, Coca-Cola Light. Coca-Cola Light können wir nicht nehmen. Die Ratten im Gemäuer. So, keine Ahnung, wer wir sind, wo wir sind. Stimmt, interagieren. Ja, schön, Benny, schön. Ja, scheinbar spielen wir das jetzt hier auf Brasilianisch. Ja, wir sind ja auch so multilingual veranlagt. Nicht. So, wunderbar, es sind wieder ein Haufen Schubladen zu öffnen und zu schließen. So, ich gebe mal kurz hier um den Schreibtisch rum. Hier haben wir noch eine schöne Karte, ein Brief, den wir uns nicht angucken können. Das ist schade. Oh, was ist das? Ein Schlüssel. It's a key. Warte mal, haben wir einen. Oh, einen Notizblock haben wir, aber wir haben kein Inventory. Vielleicht hier zu diesen Aktenschränken. Ach ja. Schön. Lässt sich gut lesen? Ja, ist doch schön, dass ich jetzt hier nicht. Ich will raus. Du musst durchs Blätter bis zum Ende. Hau doch ab, Alter! Was? Ist das hier wie ein Daumenkino oder was ist das für ein Quatsch? Keine Ahnung. Escape. Mit Escape kommen wir raus. Okay. Escape heißt Freiheit. Nee, mische ich nicht nochmal. So, hier dieser wunderschöne Wandschrank. Nein, der ist auch leider leer. Ich gucke noch kurz in den hier rein. Benni, du weißt ja, ich mag Spiele. Das war wahrscheinlich nur, weil sich die Grundmauern gerade etwas abgesenkt haben. Du weißt, ich mag ja Spiele nicht, wo man jede einzelne Schublade aufmachen muss, wa? Magst du nicht? Ich dachte, das ist dein Favorite. Nee, Schubladen ordnen ja, aber alle aufmachen und zumachen nicht irgendwie, weil man immer das Gefühl hat, dass du irgendwas übersehen kannst. Und zwar ganz, ganz schnell. Was ist denn hier nur los mit diesen. Oh, warte mal, vielleicht der Schlüssel hier für diese Truhe? Das wäre eine schöne Idee gewesen, aber sieht nicht danach aus. Oder doch? Irgendwas ist ganz schön buckelig. Swim. Du kannst ja wirklich alles aufmachen. Ja, oh ja. Okay. Ach, ist das schön. So, und dabei suche ich doch einfach nur ein paar Küchengummis. wo sind die denn nur? So, oh, warte mal. Moment, was ist denn hier los? Oh, noch ein Schlüssel. Wir haben sehr viele Schlüssel. Aber könnte das jetzt der Schlüssel für die Kiste sein? Alter, kannst du die mal ausmachen, Musik? Das tut ja weh. Mal kurz. Ich glaube, die Truhe können wir gar nicht öffnen. Schade. Also man muss auch wirklich hier erstmal ein ganz großes Lob an die Inneneinrichtung irgendwie hin, an das Innendesign, irgendwie, weil halt einfach auch jeder Raum ganz individuell gestaltet wurde. An der Stelle auch einfach die Tapeten wurden perfekt ausgesucht. Wirklich, jeder Ort wurde auf seinen eigenen Nutzen und Zweck halt einfach auch optisch abgestimmt. Was ist hier los? Das Kruzifix nochmal, was ist hier los? So, der Schulraum ist erstmal nicht sehr spannend. Wir gehen da raus. So, was haben wir hier? Noch ein Schulraum. Was? Oh, warte mal. Naja, ich bin jetzt in der Band. So, was haben wir hier hinten? Hier haben wir die Noten. Students Observations. Students Name Andreas Castro. Instrument being learned piano. Skill level beginner. Private lesson day every Friday. He has shown a growing enthusiasm of learning to play the piano in his free time. The dedication to remakeable, as this is already the third time he has attended weekly lessons. Now, he has expressed a desire to receive private lessons to enhance his musical skill in a more personalized way. He
His passion for music is inspiring. And I am anger. Eager? Was heißt denn eager? To guide him on his journey as his private piano teacher. Ja, ganz, ganz schau. Wir sind halt ein fleißiges Bürschlein, was viel in der Freizeit übt. War Piano. Ich werde euch mal kurz zeigen, wie gut ich das kann. Habt ihr ein Glück, dass hier keine Töne jetzt rauskommen? So. Ich hab so kling, blum, 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 blum. So, warte mal. Nee. Nein. Ganz nichts spielen. Nichts geht, nichts geht. Also da muss ich anscheinend, bevor ich hier spielen darf, muss ich noch ein bisschen weiter üben. Ist so ein bisschen wie bei Whiplash. Ja. Nicht mein Tempo. Also wir sind, glaube ich, hier in so einem christlich geführten Internat, ne? Kann das sein? Das hat so ein bisschen den Anschein hier, so ein Castellano del Rohrstock irgendwie. Oh ja. So, das Schöne ist, wir haben zwei Schlüssel und keine Ahnung, wo die einzusetzen sind. Hier gibt es keine Türen. Oh, warte mal, hier vorne. Schauen wir mal, bei der Lehrerin. Die hat hier bestimmt noch meinen alten Katschi aus der 2. Klasse, was er mir abgezogen hat. Nee, hat sie schon Tamagotchi. Nee, mein Katschi, nicht mein Tamagotchi. Nicht Katschi, was war denn schon wieder Katschi? Na, mein Katapult. So eine Zwille. Ach so. Sag mal, Benni, ein Katschi. Kenn ich nicht. Bitte dich. Kennst du auch noch die Dinger? Haben wir früher aus Lockenwicklern gemacht. Und so ein Handschuh. Ja, so einen fetten Reinigungshandschuh. Irgendwie der den Finger abgeschnitten und den hinten raus quasi an die Lockenwinkler geklebt und dann so mit ungekochten Erbsen in die Schossen. Ach so, ja, das Ding, ja, sowas kenne ich auch noch, ja. Die haben richtig gezickt, Alter. Die haben richtig gehabt, mal mit dem besten Kumpel Lars damit voll in der Niere hinten erwischt und er war nicht so vorbereitet, Alter. Ach so. Ja. Hat mir ganz schön übel genommen, das Ding. Ich frag mich, warum? Voll in den Rücken geschossen, Alter. Also nicht meine Sternstunde der Freundschaft gewesen, aber wie das ist, ja. Alter, was geht denn hier los in El Hogwart? War man denn jetzt so schon überall? Nee. Ja, doch, wir kommen von hier. Hier war ich noch nicht drin. Hola! Oh, hier ist Treppenhaus. Hier geht's nach unten. Sie gehen down under. Ah, hier ist die Waschküche. Wie schön. Oh, hier können wir hier Strom anschalten. Möchte Strom anschalten. Aha. Ah, viel besser. Viel, viel besser. Oh Gott. Heieiei. So, hier, Gammier fliegen ist immer so ein bisschen ein blöder Indikator, muss ich sagen. Für Schreckliches, was man noch nicht gesehen hat. So, was haben wir hier? MacBurger. Ah ja. Okay, cool, cool, schön. Wo bist du denn jetzt? Achso. Oh, guck mal, da ist eine Gitarre. RD. Die Soundkulisse ist schon ziemlich cool. Die ist schon so ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an Silent Hill. Dieses Ambient. Aber, ich wüsste gerne, was da von mir will. Wie gesagt, wir haben zwei Schlüssel. Wir können gerne mal in die erste Etage hochlaufen. Ja. Aber da waren wir ja noch gar nicht. So, lass mich raten, raus kommen wir nicht. No. Merde. Noch. No. So, oben sind bestimmt die Schlafgemächer. Mann, das ist aber auch hier eine rattenverseuchte Bumsbude. So, die Tapete haben wir wirklich im ganz großen Stile abgenommen hier. Ah, schön. Hier ist. Krankenstation oder wie? Oder? Ja, ja, hier, obwohl Schwester Ingeborg war. Schwester Ingeborg war immer sehr, sehr zuvorkommend hier zu uns. Ja, da haben wir uns gerne mal, sag mal, im Unterricht ein Pflaster geben lassen, ne? So, hier auch wieder die Örtlichkeiten. So, jetzt gibt's erstmal eine Toiletteninspektion. Ja, da drin? Ich, Burger? Was denn, mal Burger? Keine Ahnung, sah aus wie eine Burger-Tüte da irgendwie. Wohl, nee, ach nee, ist einfach nur der, ach so. Das hart gepixelte Kloschüssel, Alter, schön. So, okay, alles klar. Aber jetzt sind ja auch die Mädchen, Waschräume und Toiletten da weg. Was ist denn das immer für ein Geräusch? Was hören wir denn hier? Ist das the Silent Screen? Green, meine ich? Screen ist auch schön. Stille Bildschirm. So,
das Kruzifix hat sich noch nicht umgedreht. Also in der ersten Etage sind wir quasi noch ein bisschen sicherer. Behauptest du? Das hoffe ich. Ich hoffe es. So ein leichtes, hey, das ist deine Aufgabe. Das würdet jetzt vollbringen. Ja, wir haben ja noch ein paar Türen zum Erkunden. Ja, aber wer bin ich denn? Was ist denn meine Intention? Was mache ich hier irgendwie? Warum wollen hier der Einzige, der hier in so einer Bumsbude rumrennt, hier mit einer Taschenlampe? Ich habe hier kein Intro, kein Nichts irgendwie. Was soll das? Du bist investigativ bist du wieder unterwegs. Ja, aber wer bin ich denn? Was ist denn was sind meine Beweggründe? Kann das vielleicht daran liegen, dass ich es vorhin einfach weggeskippt habe? Oh, was ist denn das hier? Ach ja, das ist rote Rosen hier. Bed of Roses. Das, you'll be bed of roses. Ja, ist vielleicht ist unser Bett oder ist das vielleicht das Bett unserer Verehrerin, der wir eventuell unsere Aufwertung gemacht haben, indem wir hier vielleicht ein paar Blumen hingelegt haben. Ich hab keinen Schimmer, was unsere To-Do ist hier. Okay, wir haben also unten im Keller Strom eingeschaltet. Was bringt uns jetzt der Strom hier oben? Wir müssen ja irgendetwas damit aktivieren können. Außer diesen hippen Kassettenrekorder hier. Ja, können wir den einmal ausschalten? Gibt es da vielleicht noch irgendwie anderen Electronic-Stuff oder so? Bist du denn wahnsinnig, den ausschalten? Oh, warte mal. Hier waren wir noch gar nicht drin. Die Bibliothek. A book with various types of recipes for those who enjoy cooking in their free time. Pasta, Sausage, Tomato, Pepper. Nice. Cook and low heat for 50 minutes. Genau. Robert Davis. Warte mal, wir hatten noch oben eine Gitarre gefunden von RD, oder? Genau. Von RD. 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 Oh, so witzig, ne? Dass hier immer alle, die Amis immer ihre Vornamen und Nachnamen nennen zu AJ und CJ und WB. Abkürzen. Aber ich weiß, also sollen wir jetzt irgendwie das Gericht nachkochen? Meinst du? Wie bei dem, was war das? Morph House? Wo du Motten kochen musstest? Ja, genau, das war auch so ein Ding. Ah, hier ist die Mensa. Mensa del Horror. So, schön hier, schön, schön, schön. Oh, ein bisschen im Müll wühlen? Nein, bringt doch nichts. Aber vielleicht kommen wir da in die Küche. Na, hier ist doch nebenan, eigentlich müsste doch die Bibliothek sein, oder? Doch nicht. Vielleicht können wir jetzt Pasta, Sausage, Tomato und Pepper finden, um leckeres Gericht zu... Das müssen wir dann nach oben bringen, da wo die Gitarre ist. Ja, wahrscheinlich. So, ne? Jetzt, guck mal, und hier sind jetzt diese Blumen. Ja. Oh, guck mal hier. So, hier ist der Schuppen. Locked, locked, locked. Was du denn, kannst du diese, da wo die Blumen sind, kannst du da reinlaufen? Nee, hier, weil Zaun. Hier. Nee, ich meine, da gab es ja noch einen Eingang, weil da vorne konntest du irgendwo da so durch, genau. Gibt es hier noch irgendwas Schönes zu finden? Ein Schlüssel, ein Spaten? I don't know. Ein Hintertürchen, weiß was ich. Aber sieht nicht danach aus. Nicht wirklich. Und mit den Blumen können wir auch nichts machen. No. No Interaktion. So, wenn ich zur anderen Seite laufe, ist auch nur ein Zaun. Also. Ja. So, fängt er an. Bums. Es ist einfach so sinnlos quergezogen, das Ding. Schade. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo was. Oh, Schlüssel. Wir haben noch einen Schlüssel gefunden, Benny. Ja, aber wohin? Also, wird ja noch nicht mal angesagt, für was dieser beschissene Schlüssel sein soll. Na, ich würde jetzt mal ganz dolle an Strohhalme klammern und sagen, vielleicht. Vielleicht. Meinst du draußen der Schuppen? Ja, ich wüsste jetzt auch noch nicht mal, welche Typen überhaupt schon aufgeschlossen hätten. Also, für mein Verhältnis herlaufen wir hier mit drei Schlüsseln rum. Das ist richtig.
Also man hört auch noch nicht mal so klack, klack irgendwie, ey, cool, du hast was aufgeschlossen. So, Daumen drücken. Daumen drücken. Captain Lego Hand übernimmt das jetzt. Everything is awesome. Und? Ja. Okay. Das war der Schlüssel. Und hier haben wir... Was ist das? Chess Tournament Winner, alles klar. Der Schachgewinner. Ja. Verstehe. Wir haben ein Schachbrett nämlich in der Küche gehabt. Ja, mit diesem wunderschönen... Den Spaten. Sender, Alter, was? Also er hat den Spaten jetzt in beide Hände und die Taschenlampe in den Mund. Ah, cool. Ja, nö, dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen mal ein bisschen buddeln. Ja, oder? Jo. Falls wir es können. Du möchtest jetzt hier Rosen pflücken. Du es. Los. Kannst du dich dafür ducken? Kannst du dich noch ducken? Oh! Alter, aha. Jetzt kommt er erstmal auf die Idee, dass du dich... Ja, man kann auch nur im Ducken quasi die Schritte benutzen. Was ist das für ein Quatsch, Alter? Ey Gott, und hallo Bianca, schön, danke für den Alert. Bianca! So, was? Wer wurde denn hier eingepackt? Ich weiß auch nicht. Was? Ja. So, ihr Lieben, das war Screams from the Past. Ein Spiel, was unter die Haut und unter meine Fingernägel ging. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, habt gerne eine Leiche unter den Rosen im Garten. Ansonsten sehen wir uns oben im Schlafgemach wieder. Bis dahin, gut. Tschüss. Tschüss, willkommen auf dem Kanal mit dem bekackten Abmods. Ciao.